Willkommen und zurück zu einer weiteren Folge von Minecraft. Beim letzten Mal haben wir uns ja um ein bisschen Glas gekümmert und haben uns einen kleinen Creeper-Schutz vor unserem Feld gebaut, damit wir auch wirklich am Rand stehen können, ohne dass wir in die Luft gesprengt werden, weil ein Creeper einfach mal lange Beine hat. Insofern würde ich sagen, haben wir doch ein kleines bisschen von irgendwas erreicht. Ob gut oder schlecht, keine Ahnung. Auf jeden Fall, wir haben irgendwas gemacht. So. Da ist wieder was. So, ich würde sagen, diese Dinger. Ich würde sagen, wir machen uns erstmal nochmal ein bisschen Brot. Und jetzt würde ich sagen, watschen wir rüber. Wir haben ein bisschen Glas, wir haben ein bisschen davon. Was wir nicht haben, ist natürlich eine Tür, die sowieso nicht richtig angezeigt wird, aber auch egal. So, Captain Spinner. Und rüber geht's. Da ist wieder unser Bommelhäschen. Es wird so schäbig aussehen. Das ist... Ja, gut. Ich bin ja auch kein Baumeister. Ich habe auch kein Ingenieurswesen studiert. Von daher, ich baue hier einfach irgendwas. Wände hoch, Schutz sei heilig und sowas alles. Bla bla, arm. Wir brauchen tatsächlich noch 2 Stück. Es sieht so aus, als müssten wir tatsächlich nochmal Steine farmen gehen. Für das gesamte Haus. So, und hier, pass auf, wenn wir... Da ist Wand, ja. So, der scheint raus. Da ist eins frei, da ist eins... Wisst ihr was, dann machen wir das einfach so. Dann machen wir... Ups, verdammt. Hier und hier. So, dann machen wir hier einfach so eine Zweier. Und zack. So, die Ecke hier kann ja eh was kostet. Ach so, und jetzt müssen wir natürlich erstmal... So, da er ist frei, da kommt so ein Stein hin. Der ist frei, haben wir gesagt. Stein. Auch Stein, so. Dann haben wir gesagt, diese. Der bleibt frei, dann 1, 2. Der bleibt so. Und jetzt müssten wir uns eigentlich nur noch überlegen. Da kommt Glas hin. 2 sind wir auf der Höhe. Dann machen wir 1, 2, 3 und dort kommt wieder Glas hin. Machen wir das halt so. Und ja. Gut, nein, das war einer. Einer war zu viel. Diese Unkosten wieder mal. So, da haben wir gesagt 1, 2. Da haben wir dasselbe gesagt. 1, 2. So. Dann haben wir ja hier wieder mal eine komische Bruchbude mehr. Jetzt müssten wir uns noch über... Das sieht doof aus. Wir haben, mal gucken, wie das aussehen wird. Warte mal, wir nehmen einfach hier diese als Steinersatz. Wir gucken einfach mal. Von außen.
außen kann ich das jetzt nicht beurteilen, aber von innen vielleicht. Aber ganz ehrlich, ich weiß nicht. Irgendwie müssen wir da noch ein bisschen was anders machen jetzt. Wollten wir uns nicht eigentlich ein bisschen vorbereiten? Ich denke mal, ich habe es wieder nicht gemacht. Okay, das ist jetzt schon ein bisschen doof. Wir haben nichts weiter mit. Ja. Irgendwas müssen wir hier noch machen. Ich springe jetzt erstmal ins Wasser. Und guck mal, wie es so aussieht. Ups, nicht springen, jetzt springen, so. So sehr ansprechend ist das nun wirklich nicht. So, aus Frust grabe ich jetzt erstmal hier ein bisschen Erde ab. Ich denke mal, uns fehlt einfach nur ein bisschen Kontrast vor dem Objekt. So, ich weiß nicht, warum das so komisch hängt. Das ist echt das allerletzte, was ich gebrauchen kann. Die Framerate ist mit Aufnahme wieder mal auf 13. Ohne Aufnahme wäre sie jetzt bei 300, 400 rum. Ich kann es mir echt nicht erklären. So. Jetzt haben wir hier auf jeden Fall ein bisschen Terraforming. Was wir machen, das ja alles auf einer Ebene jetzt. Wie weit geht das hier noch? Na, eigentlich ist das nicht so groß. Komm, das machen wir. Jetzt fängt hier irgendeiner an zu hämmern. Ich möchte den auch so gerne am Kopf hämmern. Das gibt's nicht. Von morgens bis abends. Ich habe wirklich nur abends meine Ruhe und selbst dort laufen die so laut im Treppenflur rum, dass man denkt, die hämmern. Und jetzt hämmern die hier auch noch wirklich rum. Ey, es ist alles zum Kotzen. Oh. Echt eine Bude, die nicht so dünnwendig wäre. Wäre echt der Hammer. Am besten eine Wohnung, wo nur ich drin bin, das wäre noch besser. Also ein komplettes Haus, wo mit nur einer Wohnung, wo nur ich drin bin. Würde mir glaube ich nicht passieren. So. Ja, haben wir hier auf jeden Fall gut weggehauen bis jetzt. Sind auch schon fast fertig. So viel. Ich glaube, da können wir jetzt auch dieses Loch hier zumachen. Sollte uns nicht kratzen. So, und jetzt wo wir das gemacht haben. Gut, für den ersten Moment werde ich hier noch so eine Strecke setzen müssen. Damit das auch wirklich grün wird. Können wir auch hier lang führen. So. Dann machen wir da einfach mal einen grünen Kontrast um die Wohnung rum. Ach. So. Dann kann das da auch wieder weg. Und das auch. Na.
im Wasser Sachen abbauen. Das ist echt unfair. Da geht alles viel zu langsam. Ups. Nein, du sollst doch nicht... Och Mann, ey. Der baut dort, wo er nicht soll. So, die Sonne geht auch bereits unter. Können wir hier runterfallen? Nee, das ist gut. Oh. Ja, klar. Erst hängt's blöd. Dann setzt das nicht. Dann... Oh, ist das... So. Ich hoffe mal, dass wir hier nicht gleich überrascht werden. Ich sollte mal ein bisschen... Ich mach mal aus hier die Sache. Nicht, dass wir irgendwann später da überrascht werden. Und hier machen wir auch. Gut, machen wir da. Ach komm, sollte reichen. Und dann machen wir, das hier nochmal weiter. Ich denke, da falle ich nicht runter. Ach Mann. Ja, na gut, da steht gleich ein Skelett. Sehr schön. So, das Gras wird sicher ein bisschen brauchen, bis es rübergewachsen ist. Wir gucken, ob das mit Licht vielleicht besser geht. Ja, und wir gehen jetzt auch mal nach Hause. Ein bisschen was haben wir ja geschafft. Alter, was ist denn mit euch los? Wo kommen denn die ganzen Creeper und so? Ja, ich glaub's ja auch. Ach, die planscht von alleine. Naja, gut. Uns könnt ihr gerne in Ruhe lassen. Ihr könnt uns einfach ignorieren. Nein! Das ist echt mies. Wo muss ich denn lang? Hier. Jetzt lauf, 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 Forest, lauf. Lauf, Forest. Puh. Glück gehabt. Na, hier ist auch noch genug Erde gewesen. Außerdem noch. Naja, gut. Haben wir halt jetzt noch mehr. So, ich packe jetzt das Zeug erstmal alles wieder zurück. Halt. Samen können da noch hin. So, außerdem räume ich das hier mal dementsprechend ein. Die Gläser packen wir erstmal dahin. Können wir uns das so ein bisschen angucken hier. Na gut, da müssen wir dringend noch was machen. Optisch, farblich, was auch immer. Irgendwie müssen wir da was verändern. Aber ich beende jetzt erstmal die Folge und sage ciao. Bis zum nächsten Mal. Adieu.